Hallihallo, hallo, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Hostels Rette Emerald Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere ersten paar Baupläne bekommen für unser Anwesen. Und ich habe jetzt im Off kurz noch ein bisschen gefarmt, so dass wir nun wirklich unseren ersten Stall bauen können. Ich würde sagen, wir bauen den mal hier. Genau. Einen kleinen Stall. Ersetzen. Oh, ich freue mich. Ich freue mich, weil... Genau. Bauen. Umgebungsressourcen. Unterschlupf. Essen. Aktivität. Eigene Pferde. Pferdeplatz. Also das ist... die sehen wir immer mal wieder. Ich kann euch die nachher zeigen. Da... sehen wir dann halt, was wir alles benötigen, damit wir auch mehr Pferde haben können. Genau. Umgebungsressourcen sind entscheidend, wie viele Pferde du auf deinem Anwesen versorgen kannst. Jedes Pferd benötigt Stallung, Futter und Freizeitaktivität. Diese bekommst du durch verschiedene Gebäude, die du auf deinem Anwesen oder außerhalb davon errichtest. Ist dein Kapazitätslimit erreicht, kannst du keine weiteren Pferde mehr zähmen oder züchten. Genau. Und jetzt müsste ich mal... Genau, hier oben sehen wir die jetzt. Wir bräuchten Futter. Und das können wir jetzt auch einmal gleich anbauen. Ich würde sagen, wir machen einmal ein Kornfeld. Das bauen wir hier. Aber ich möchte jetzt den Platz hier nicht verschwenden. Den möchte ich gerne behalten für eine Waschstation später. Deswegen reiten wir kurz hier nach oben. Da hat es nämlich noch ein paar mehr Grundstücke. Und dann bauen wir hier auch gleich noch ein Karottenfeld. Oh, das können wir noch nicht nutzen. Okay, hab nichts gesagt. Ha, wir können das ja auch eigentlich jederzeit wieder austauschen. Spielt jetzt nicht so eine Rolle. Oder reicht denn das Feld erstmal? Ich habe keine Ahnung. Sorry, Leute. Wir können jetzt... Okay. Nee, das reicht. Aber wir bräuchten noch eine Weide, damit wir mehr Pferde haben können. Das hier können wir auch noch nicht nutzen. Oh je. Ah, hier haben wir auch noch welche. Können wir das hier schon nutzen? Das weiß ich gar nicht. Ja, nein. Oh, schade. Ich bräuchte jetzt nur eine Weide, damit wir Pferde... ein Pferd haben können. Ein weiteres. Kommt schon. Ihr seid gemein. Und hier ist auch alles noch gesperrt. Oh, nö. Den können wir noch gar keine weiteren Pferde haben. Bei mir. Oder können wir hier eine Weide hin machen? Ich brauche eine Weide. Oh nein, jetzt haben wir nicht mehr genug Tonerde. Okay, Leute. Wisst ihr was? Das ärgert mich jetzt. Deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn ich genügend Tonerde habe. Okay, Freunde. Ich habe es geschafft. Ich habe genug Tonerde. Und deswegen würde ich sagen, bauen wir jetzt hier auch gleich eine Weide. Denn das sollte eigentlich nun... Genau, jetzt haben wir tatsächlich Platz für 3 weitere Pferde. Yay! Oh Mann, ich freue mich. Ich freue mich. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht. Vielleicht versuchen wir es unterwegs mal. Aber zuallererst möchte ich jetzt wenigstens mein Pferd mal striegeln.
Komplett sauber kriegen wir Dancer noch nicht, da wir eben keine Waschstation haben. Aber dass wenigstens mal das Fell wieder ein bisschen weniger struppig ist. Striegeln. Folge den Anweisungen, um dein Pferd zu striegeln. Den Anweisungen zu folgen steigert die Effizienz, denn sie entsprechen den individuellen Präferenzen des Pferdes. Genau. Und dann könnt ihr dann eben so, bewegt ihr einfach nur die Maus und dann drückt ihr und zieht die nach unten oder im Kreis. Und dann macht es auch wirklich die Bewegung, das finde ich mega cool. Also, mir gefällt dieses Putzsystem wirklich sehr. Und ja, es geht halt trotzdem sehr schnell, das finde ich ganz praktisch. Also man muss da nicht ewig und 3 Tage das Pferd bürsten. Und ihr seht dann ja oben die Leiste, die sich immer mehr füllt. Und sobald ihr dann das Gutzeichen habt, könnt ihr eigentlich das wieder verlassen. Genau, und jetzt fühlt sie sich besser. Okay. Ich habe noch vorhin gesehen, als ich hier so rumgeritten ist, dass Gabrielle da steht und etwas von uns möchte. Mal schauen, was er denn hat. Genau, also mein Pferd hat Hunger. Wir fragen uns jetzt trotzdem einfach mal durch. Hm. Oha, dann fütterst du es wohl besser. Ein hungriges Pferd ist weniger leistungsfähig. Kennst du bestimmt von dir selbst, oder? Pferde sind da nicht anders. Hat mein Pferd ein Lieblingsessen? Würde ich auch vermuten, tun wir doch alle, oder? Aber sei vorsichtig, manche Pferde können bestimmt das Futter nicht ausstehen. Was für Arten an Futter gibt es? Viel. Mohrrüben, Äpfel, Sonnenblumen. Oh, manche Pferde lieben auch Süßigkeiten wie Pfefferminzbonbons. Genau wie meine Schwester Esme. Hm, so. Weißt du, wo ich Futter für die Pferde herbekomme? Aje, eigentlich überall. Wir sind schließlich inmitten der Wildnis. Wo finde ich Karotten? Ja gut, die haben wir schon gefunden. Gute Frage. Ich würde Matteo fragen. Er baut selber gerne Gemüse an. Genau, und da findet man eigentlich auch so die ersten Karotten. Bei ihm neben dem Haus hat es einen kleinen Topf. Und ja, dort habe ich mir die zusammengesammelt am Anfang. Wo finde ich Sonnenblumen? Ich habe sie gleich hier. Oh, beim Klabautermann. Ich glaube, ich habe sie beim Schiffswrack vergessen. Du darfst sie haben, wenn du sie findest. Und wo gibt's denn Pfefferminzbonbons? Meine Schwester Esme hat welche. Sie gibt dir bestimmt was ab, wenn du ihr einen Gefallen tust. Wo finde ich Äpfel? Du hast einen Apfelbaum direkt auf dem Anwesen. Genau. Das wäre so viel dazu. Jetzt weiß ich gar nicht, hat uns das... genau, besuche die 4 Orte auf der Karte. Also der Apfelbaum, den kann mir sonst gerade mal machen. Das ist kein Problem. Der steht, wie gesagt, gleich hier auf unserem Grundstück. Es gibt natürlich noch mehr. So ist es nicht. Das ist jetzt einfach der nächste. Und ihr könnt dann eben auch so eine Apfelplantage zum Beispiel, oh, ich muss absteigen, anbauen. Wenn ihr genug Material plus Äpfel habt, dann geht das Ganze sowieso nochmal viel einfacher. Hä, hat es jetzt noch mehr? Oh, ich wusste gar nicht, dass man den 2-mal anklicken kann. Sollte man das überhaupt können? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Machen wir denn das jetzt schnell? Okay, ja. Ich würde sagen, wir machen das. Doch, finde ich. Dann haben wir dieses mit der Essenszeit nämlich auch erledigt. Und dann wissen wir gleich, wo es die verschiedenen gibt. Die Pfefferminzbonbons, wie er schon gesagt hat, bekommt man bei seiner Schwester. Und dafür muss man ihr dann so ein paar Gefallen machen.
Die sind ganz simpel. Es gibt noch weitere NPCs, die dann solche Gefallen benötigen, sage ich mal, damit man etwas anderes bekommt. Aber die sind wirklich ziemlich simpel und wirklich auch praktisch, das muss man sagen. Okay, auf geht's zu Matteo. Zum Beispiel, also jetzt momentan noch nicht, aber Matteo wird uns dann später helfen, wie sagt man, so wieder, ja, einen Baum aus dem Weg zu bekommen, wie wir das am Anfang hatten mit ihm, mit dem Benzin. Und dann muss man auch 3 Gefallen, glaube ich, sammeln. Und dann kann man ein solches dann wegmachen. Genau, hallo Matteo. Grüße, Becky, schön dich zu sehen. Hast du eine Karotte? Ziemlich direkte Frage. Aber ja, ich baue sie an. Hier, ich schenke sie dir. Dankeschön. Genau, und hier drüben seht ihr auch schon, hat es dann diesen Topf Karotten, wo man dann seine ersten Karotten einsammeln kann. Check. Und es sind, glaube ich, immer 4 oder 5. Ne, es sind 5, wenn ich alle erwischt hätte, die da rumliegen. Juhu. So. Den haben wir doch jetzt. Was ist jetzt nicht? Warum ist das jetzt nicht gut? Wie bekomme ich einen Karottengarten? Okay, das müssen wir noch fragen. Gut, dass du fragst. Du darfst den Bauplan haben, nachdem ich auch meine eigenen Karottengarten gebaut habe. Dankeschön, dann können wir das nämlich dann selbst bauen. So, aber ich mag jetzt nicht den ganzen Weg zurückreiten und deswegen gehen wir auf die Karte und reisen mit X zurück zu unserem Anwesen. Das verkürzt nämlich einem so ein bisschen ein paar Strecken. Weil ich finde tatsächlich, also ich mag das ja, wenn Maps so groß sind und man halt wirklich auch, ja, es ein bisschen dauert, bis man vom einen zum anderen Punkt gekommen ist, definitiv. Aber es zieht sich halt trotzdem eine ganze Weile. Oh, jetzt haben wir, ist sie wieder aufgebracht, dann können wir nicht mehr galoppieren, also streichen wir sie kurz. Ja, es dauert halt trotzdem eine ganze Weile und ich kann mir so vorstellen, zum Zusehen beim Let's Play ist es dann auf Dauer doch sehr langweilig oder anstrengend, ich weiß es nicht. Zumindest, also, ja, nein, ich weiß es nicht. Vielleicht findet ihr das überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Aber ich muss wirklich, wie gesagt, sagen, also ich hatte das, das ist manchmal so das, was ich an Star Stable mittlerweile schade finde. Man kann halt wirklich überall hinreisen, eigentlich, mit den Pferdetransportern. Und durch das muss man halt wirklich kaum mehr Wege reiten. Und klar, das geht schnell und ist praktisch. Aber manchmal fehlt mir das so ein bisschen, weil früher gab es die Pferdetransporter natürlich auch schon, versteht mich nicht falsch. Es gab aber deutlich weniger. Und man konnte ja nicht zwischen allen Transportern fahren. Also es gibt ja die verschiedenen farbenen Transporter. Und da kommt man zum Beispiel wirklich auch nur mit den pinken zu einem anderen pinken Transporter oder mit dem blauen nur zu einem anderen blauen Transporter. Das hat dann aber natürlich auch dazu geführt, dass man ein paar Wege mehr reiten musste. Aber ich weiß nicht, es ist auch irgendwo praktisch, die Transporter, aber auch schade, weil man halt dann, auch ich erwische mich dabei sehr schnell, die Abkürzung zu nehmen. Dabei wäre es so schön zu reiten. Oh, okay, hier. Schnief. Alles klar. Meine Sandburg kaputt. Kannst du helfen, sie zu reparieren? Na klar, wo finde ich sie? Am Strand.
Repariere sie und ich gebe dir dafür ein Pfefferminzbonbon. Schnief. Okay, machen wir doch. Wo müssen wir da? Der Strand. Okay, das kriege ich hin, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Nein, nein, das schaffen wir. Ich glaube, ich weiß, wo wir durch müssen. Ja. Und die Musik hier. Aber sie erinnert mich diesmal. Mir kommt die Musik so bekannt vor. Ich überlege mir immer, woher. Ich dachte am Anfang irgendwie auch tatsächlich von Star Stable. Aber nein, ich weiß es nicht. Wisst ihr es? So, genau. Und das ist zum Beispiel einer dieser Gefallen. Wir haben jetzt diese Sandburg aufgebaut. Dann bekommen wir eben einen sogenannten Gefallen, den wir gemacht haben. Und den können wir jetzt bei Esme eben zum Beispiel für diese Pfefferminzbonbons einlösen. Und das machen wir gerade. Und die werden später tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Also immer diese Sandburgen aufbauen. Danke, vielen Dank. Hier, Pfefferminzbonbon. Ich baue Sandburgen überall auf der Halbinsel. Wenn du sie reparierst, kriegst du Pfefferminzbonbons. Genau. Die werden für die Zucht dann später ganz, ganz wichtig. Aber die sammelt man mit der Zeit auch wirklich schnell. Jedes Mal, eben wenn ihr euch ins Zelt hinlegt zum Beispiel, könnt ihr dann auch wieder hier an den Strand gehen und diese Sandburg reparieren. Also das ist wirklich praktisch, muss ich sagen. Man sammelt, man kann wirklich fast unbegrenzt die Ressourcen sammeln. Und das braucht man definitiv auch. Okay, ich würde sagen, jetzt holen wir uns ganz schnell noch die Sonnenblumen. Aber dann reicht das für heute, glaube ich, auch schon wieder. Die öffne ich jetzt mal nicht. Ich glaube, ich habe schon wieder eine Wahnsinnsaufnahme. Huch, ein Flusszone Wasser. Wasser verlangsamt dein Pferd. Es hat jedoch auch einen reinigen Effekt. Vielleicht genießt es sogar die Erfrischung. Ja, das habe ich tatsächlich schon festgestellt, dass wenn man eine Weile so ein bisschen im Wasser rumläuft, dann wird das Fell wieder sauber. Nicht ganz, aber so ein klein wenig wird es ist etwas sauberer. Ist ganz praktisch, solange man noch keine... Oh, haben wir die erwischt? Ach so, erst eine. Nee, wir haben es geschafft. Ja, ist ganz praktisch, wenn man noch keine Waschstation hat, dann reitet man halt einfach ein bisschen durchs Wasser. Okay, so, ich habe euch jetzt für heute, glaube ich, mehr als genug zugetextet. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr Lieben.